In der Zeit der Corona-Pandemie hatte das Robert-Koch-Institut eine zentrale Rolle bei der Eindämmung des Virus in Deutschland. Jetzt hat eine freie Journalistin Dokumente des RKI veröffentlicht. Sie gab an, es handele sich um die Sitzungsprotokolle des Krisenstabs aus der Zeit zwischen 2020 und 2023. Nur für den Dienstgebrauch waren die Sitzungsprotokolle des RKI-Krisenstabes eigentlich bestimmt. Rund 4000 Seiten, seit heute Morgen nun sind sie vollständig und ungeschwärzt online. Ein früherer Mitarbeiter des Robert-Koch-Institutes soll diese einer freien Journalistin zugespielt haben. Namen von RKI-Mitarbeitenden nun lesbar, auch Details etwa zur Impfung oder zur Notfallzulassung. Und letztlich waren es ja immer völlig eindeutige Entscheidungen. Aber die Komplexität des Geschehens, die kam nie an die Öffentlichkeit und das ist jetzt damit nochmal geliefert worden. Bisher hatte das RKI lediglich einen Teil der internen Dokumente nach einer Klage offengelegt. Zu den geleakten Files heute heißt es, man habe diese bisher weder geprüft noch verifiziert. Unabhängig davon wolle man selbst alle Dokumente so schnell wie möglich veröffentlichen. Man sollte damit offen umgehen, was damals intern auch besprochen worden ist. Da stecken jetzt keine Böswilligkeiten dahinter, sondern es ist der offene Umgang mit den Fakten, die man zu den entsprechenden Zeitpunkten einfach nur hatte. Und ich glaube, dann würde das Dilemma, in dem die Politik gestanden hat, auch deutlich klarer zum Ausdruck kommen. Viele Fragen sind hinsichtlich der Corona-Maßnahmen noch ungeklärt. Man müsse, so der Virologe, systematisch aufarbeiten, um aus den Fehlern der Pandemie zu lernen.